Bild so Sachen wie backen Kuchen oder so. Ja, das ist das, was ich mir bei jedem Date vorstellen kann. Ganz. Was geht, Freunde der Außenwelt? Recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir switchen rüber und let's rock! Neuen Video auf unserem Kanal. Da Jan und ich bis jetzt immer noch kein Video von morgen haben, dachte ich, ich mache einfach mal die Kamera an und guck, was passiert. Wir gehen gleich auf jeden Fall noch was essen davon. Ja, ich glaube, es gibt viele, die das so machen. Man hat ja nicht immer eine Idee. Ich habe gehört, du hast Ischiasping. Ich habe übrigens Rückenschmerzen, deswegen. Ah, okay. Ischiasping ist Kölsch für Schmerzen im Arsch. Hätte ich jetzt ehrlich nicht gewusst, ob das nun stimmt oder nicht, ist erstmal zweitens. Aber es sagt Gisela, also muss es stimmen. Wenn man sagt, nein, das stimmt nicht, dann macht Gisela die fertig. Das ist auf jeden Fall klar. Was tust du? Oh mein Gott, mein Bauch, Alter. Und so behebt er jetzt die Schmerzen? Das kann ja interessant sein. Ich will nicht die Schmerzen im Arsch haben. Kannst du jetzt aufhören? Nein, wir brauchen ein Video für Dienstag. Okay. Zu spät ist schon geschehen. Ja, der hat mal gleich mal das Rollo hoch. Ja, ist interessant. Andere machen das Rollo runter. Er muss nach oben ziehen, damit es oben bleibt. Wir wollten ja immer mal Videos machen, wo wir einfach mal so spontan die Kamera machen, um zum Beispiel zu zeigen, wie Gisela eigentlich so im Alltag ist. Und ich dachte, das mache ich jetzt einfach. Das Problem ist, Gisela sieht die Kamera schon. Das heißt, es ist alles anders, als man denkt. Mal gucken, was daraus wird. Ich filme einfach mal ein bisschen. Haben wir schon einen Tischprogramm, Tim? Nee. Wir versuchen gerade noch in unserem Lieblingsrestaurant einen Tisch zu kriegen, aber das ist irgendwie schwerer, als wir denken. Soll ich mal anrufen? Bist du schon gestresst? Ruf mal an! Ja. Ja. Wo sollen wir essen gehen? Café de Paris? Oder Spence und Hill. Ja, macht halt Nachstimmung. YouTuber, wir können das. Ah, interessant auch. Dann musst du bei Bootshaus hacken gehen. Für alle, die immer und nicht denken, die rote knallen. Das Hacken ist meine Aufgabe. Aha, so, okay. Ich werde bei dem gut. Video jetzt einfach immer spontan die Kamera machen, wenn wir unterwegs sind heute Abend. Ja, der Blaue war gerade hier und jetzt wird der Tim blau gefickt. Genau, wir haben nämlich gerade mit Rezo gedreht. Deswegen kann ich euch eigentlich auch mal kurz zeigen, wie die Küche gerade aussieht. Oder willst du es kurz zeigen? Zeig du mal gerade. Ich zeige jetzt. Ja. Hallo. Ja. Wie dreht man, muss ich drauf tippen, um das rumzudrehen? Nee, da musst du ganz kurz auf. Oh! Da musst du die aufmachen. Oh, sexy Papa! Sexy Papa! Super! Wie geht das? Warte doch! Warte. Oh. Ja. Okay. Wir haben auf jeden Fall gerade gedreht. Es ist hier noch einiges vollgesaut, aber die beiden haben auch wieder sehr viel Sau. Dann kommt wohl bestimmt demnächst was bei Rezo. Oder ist es schon da? Ich muss da mal gucken. Aber gemacht, freundlicherweise. Der ist leider auch noch hier. Hi. Wir haben für uns ein Video gedreht und zwar Ekelpong. Ja, genau. So geile Sachen. Ah, oh ja. Scharfes Gemüse. Da wird mir wieder schlecht. Oder Apfelessig. Mhm. Oder Karotte. Eier, Butter, Käse. Eier. Oh, das ist sehr ranzig. Und das Video dazu seht ihr dann Sonntag. Spargelwasser? Ich fand's. Oh, ja, scheiße. Tim 12 macht komische Tänze, hat aber Rückenschmerzen wie ein 80-Jähriger. Ja. Ja, aber tanzen können, das ist gut, dann gehen die Rückenschmerzen nicht weg. Ah, oh. ich glaube, Gisela ist gerade zu Tim übergewechselt. Akku wieder. Ja. Ja. Wieso bei dir? Mit Spiegel. An die Wand, wir gehen essen. Das bin ich beim... An die Wand, wir gehen essen? Ja, so gehe ich auch immer essen. Kochen, ich beim Tanzen, ich beim Aufstehen. Oh, mit der Bulle in der Hand, na geil. Das bin auch ich beim Aufstehen. Da, ja, ja, das gut, okay. Zu viel gezogen. Da habe ich zu viel gezogen, geil. Ich scheiß mir ein. Ich habe die Handpuppe geklaut, weil die hat mit mir freundliche Gespräche geführt. Oh. Das war doch bestimmt eine interessante Nacht. Nein. Ich hatte es, wie man sehen kann, im Flugzeug nach Madeira mit mir angeschnallt, den Merlin. Ha, okay. Und ich habe währenddessen mit der Puppe gesprochen im Flugzeug. Ja gut, okay, auf dem Flug ist nun mal langweilig. Was würdest du sonst machen? Sogar ich saß daneben. Geil! Haha! Ich würde es nicht anders machen. Okay, das war der Gisela-Blick. Alles klar. Nein. Ich kann nicht mehr aufhören. Na, gut, okay, dann wird das auch mit den Essen heute nichts mehr. Die Schuhe sind heute wirklich schrecklich. Das ist der Karottensaft gleich, ist alles voll.
Leute, ein Abend mit Gewitter im Kopf, los geht's. Auf geht's. Entschuldigung? Puppe? Hallo? 3 Euro. Was hat denn? 3 Euro? Die ist aber billig. Die Stunde. Oh, na gut, ist trotzdem noch billig. Wer sind Sie? Ich würde Sie gern zum Essen einladen. Wo soll's denn hingehen? Das ist ja mal... Ja, gut, okay. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Nach Köln, ins Café de Paris. Ja, dann. Wenn das nur wirklich so einfach gehen würde. Ah, du bist ja ein ganz süßer, ne? Perfekt, ich scheiß mich ein, Alter. Machst du das häufiger? Ja. Nee, normalerweise mache ich sowas nicht beim ersten Mal. Ach, ich sag doch ja, bei jeder sagt, ich mach sowas nicht beim ersten Mal. Ja, was willst du dann machen? Willst du die erst dreimal kennenlernen und dann an den Straßenrand anfangen, die ansprechen und fragen, ob sie mit essen gehen will? Ja, macht Sinn. Oh oh. Der Blick! Ich bleib bei der Bezahlung 3 Euro die Stunde. Ja, gut. Ich kann mich grad noch so leisten. Oh oh. Tja, wer rechnet schon damit, dass du jemanden in dein Auto einlädst und dann zum Essen fahren willst und dann auf einmal sitzt eine Gisela mit drin? Ja, das ist interessant. Die Leute sehen es. Wir haben ja nicht gefahren, Leute, also keine Angst, ich ist jetzt nicht so, als würde ich hier beim Fahren füllen. Alles gut. Hallo, wir sind jetzt auf dem Auto. Wir sind auf dem Auto, ja super, wer fährt denn dann? Ich halt das, warte. Ja, ich bin nicht bewandert mit dem Apple. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu dem Restaurant. Wir gucken gleich mal, ob wir da noch, ob da noch was frei ist. Ha? Okay. Was? Ich weiß nicht, was ich euch noch erzählen soll. Ha? Kannst du nach draußen kurz Stadttour machen, wo wir gerade sind? Community-Frage. Lieber zu Hause kochen oder essen gehen? Also ich koche lieber zu Hause. Essen gehen tue ich wirklich selten. Hier ist ein Lidl. Das ist ein TK Maxx. Und ein Merzenich. Hier bin ich. Ach, warte. Interessante Sache hier. Ja, wir haben es doch schon gesagt. Also in einem Restaurant sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich packe jetzt gerade noch ein. Ich habe das Auto fast kaputt gemacht. Ha, na, ja. Corona, da scheint noch was frei zu sein. Und das ist gut, Corona, da scheint noch was frei zu sein. Ja, das ist super, das passt einwandfrei. Ganz cool. Und dann peace out, Leute. Haben wir ein Date. Dann haben wir ein Date. Oh. Super, das hört sich nicht alt. Das ist nicht so gerade sehr begeistert, Gisela, von... Ich meine, Gisela kann sich den Bauch vollschlagen und dann wieder gehen, was soll's? Parkos gebe ich Jan wie immer meine Parkkarte, weil ich sie eh immer verliere. Da hast du allerdings recht. Ich kriege die dann in mein Portemonnaie, damit das Ding nicht wegkommt. Der Parkos braucht... Ja, aber was sagt Gisela dazu? Ich glaube nicht fürs Reinfahren, es gibt ein Unglück. So würde das aussehen, wenn ihr mit Jan ein Date habt. Hast du schon... Nee, das meiste Date läuft dann bestimmt mit Gisela ab, nicht mit Jan. Hast du einen Blick? Hallo. Ja? Also mich natürlich. Ich gucke gerade noch. Tagliarini, Gazpacho, Rotwein und zum Brot auf jeden Fall noch was von Camembert und so. Dennoch, du hast sehr schöne Augen. Der Blick! Ich wollte so eine Dating-Situation simulieren, aber ich glaube, das wird zu unangenehm. Hattest du schon mal so Platz? Also für die Zuschauer vielleicht nicht, weil die wissen, was abläuft, aber die in den Restaurant haben keine Ahnung. Das wird dann wirklich, ja? Also, dass du essen gegangen bist? Finde ich irgendwie auch komisch. Ja, oder? Ja, richtig so komisch. So Blind Date? Bist du ein Blind Date-Typ? Nee, auch nicht. Da muss ich ja eher ein Heben gehen, das ist schon eher so mein ein Ziel. Ein Heben gehen und dann sich dabei kennenlernen. Ist doch ein guter Weg, das geht direkt. Ja, weg. Am besten, wenn du so voll bist, dass du am nächsten Tag nicht mehr weißt, wer daneben dir aufmacht. Das, ja, das kannst du mal probieren. Ich glaube, das kam bestimmt schon öfter vor in dieser Welt. Die Hemmung weg. Na. Ja, einmal die ganze Saufkarte, bitte. Oh oh. Alles gut bei dir? Schön. Bist du öfter hier? Bist du mit der Gesamtsituation zufrieden? Das freut mich. Euer Date mit Janau, ich darf nicht antworten. Wir warten jetzt auf unser Essen. Gisela ist wie immer chillig beim Essen. Es passiert nichts Besonderes, weil alle immer wissen wollen, ob irgendwas Spannendes passiert. Hallo! Manchmal kommt vielleicht ein Hallo, aber mehr auch nicht. Wenn du nur 3 Gegenstände von zu Hause mitnehmen dürftest, Body. Welche wären das? Die 3 Gin, okay, die 2 Gin-Polen und das... Die Frage ist, wohin mit hinnehmen? Kopfkissen aus dem Gästezimmer. Das Kopfkissen. Also wenn es jetzt auf eine einsame Insel geht, dann brauchst du das Kopfkissen unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, ja.
So, Freunde, das Essen ist jetzt angekommen. Ich trinke. Wie süß das gerade aussieht. Das sieht eher so aus, als ob ich gerade Anfall kriegt. Wie hat dir das Date mit mir gefallen? Das Date mit dir hat... Sprachlos! Entweder negativ oder positiven Sinne. Das kann man dir selber denken. Mir super gefallen. Warum hast du so lange für die Antwort gebraucht? Deswegen negativ, denke ich mal. Vielleicht war es ja eine Absence oder so. Krieg ich kein zweites Date? Nein! Ja doch, aber kein drittes, weil ich weiß, was danach passieren wird. Super Antwort! Also gut, okay, dann müssen wir ja Bescheid. Also ist der Tim doch nicht sowas, was Jan will. Wer weiß, vielleicht geht's noch ganz wild zu Sachen, wir backen Kuchen oder so. Ja, das ist das, was ich mir bei jedem Date vorstellen kann. Ganz wilden Kuchen backen. Ich habe jemanden gesehen, der hier Rosen verkauft. Ich würde dir gerne eine Rose kaufen, aber ich glaube, er ist weg. Warum willst du mir jetzt eine Rose kaufen? Weil dir das Date so gut gefallen hat? Ja. Du bist es wirklich? Ja. Ich will Rose kaufen. Hallo. Ich will eine Rose kaufen. Super geile Sache. Der findet mich nur. Wie viel kostet eine Rose? Aber wenigstens war der mal gechillt drauf, als er sagt, er filmt mich nur. Es gibt ja Leute, die da sagen, nee, Kamera aus, egal was du filmst. Selbst wenn du nur in dein Hosenloch filmst. Rot. Ach, sogar rot. Nö, ich nehme eine. Wir wollen ja nicht übertreiben, das erste Treffen. Genau. Dankeschön. Geil. Gleichfalls. Danke. Jan, deine Hose. Fährst du dich? Ja, es sind sogar noch Dornen dran. Ich muss vielleicht gut festhalten, ohne dass ich mich verletze. Oh ja. Das ist sehr lieb. Ich habe mich schon so oft an so einem Rosenbusch gestochen, wenn ich die verschneide. Eieiei. Danke für das leckere Dinner. Danke für die Rose. Auch fürs Essen erstmal nicht bedanken. Verkäufer meinte gerade noch, läuft bei mir, als ich die Hose gekauft habe. Hat er ja recht. So, Freunde, wir sind jetzt... Er hat einen guten Fang gemacht, der zwei mit einmal, Jan und Gisela. Jan ist glücklich, Jan hat seine Hose bekommen, wir waren jetzt gerade was essen. Und ihr wart jetzt auch mal dabei, wie es ist, mit Jan Abendessen zu gehen. Du freust dich richtig über die Rose, ne? Wegen der Story, die ich gerade gemacht habe. Achso. Jan, wie war das Essen? Hat sehr gut geschmeckt. Danke für die Rose, Schatz. Ja, sehr gerne. Du schuldest mir jetzt was, das weißt du, ne? Ich weiß, deswegen. Was? Er wurde eingeladen und schuldet ihn jetzt was? Das ist ja geil. Dann lasse ich mich nie zu Date einladen, Alter. Also nicht von Tim. Vielleicht gehe ich mit der Sandra noch einheben. Das macht die bestimmt sehr gerne. Das macht die wirklich gerne. Aber da bin ich dann nicht mehr mit dabei. Und, Das sind ja auch Mädchengespräche, obwohl keine Mädchen dabei sind. Das kann interessant werden, okay? Das habe ich so noch nicht probiert. Aber ich könnte es gerne mal testen. Ich glaube auch, dass die Sachen, die passieren, nicht für YouTube Deutschland geeignet sind. Ich dachte, Sandra ist ein Mädchen. Ich glaube, das kann man nicht ausstrahlen, oder? Hm. Das doch. Ist, nachher passiert. Ja. Nee. Okay. Doch, vielleicht auf YouPorn. Oh Gott. Ja, genau. Das denke ich mir auch. Das denkst du dir gleich. Immer gehen wir jetzt zum Auto. Und dann werden wir noch zu Jan fahren. Ich glaube, Jan hat sich in die Rose verliebt. Ja, weil ich wohne dort bei Jan. Also, eine Rose. Das macht Sinn, dass Jan bei Jan wohnt. Das hätte ich nicht gedacht. Nein, nein. Genau. Aber Jan geht nur mit euch essen. Besser das als die Gürtelrose. Jan geht nur mit euch essen, wenn es dort eine Rose gibt. Oh, wir durften hier gar nicht langlaufen. Egal. Boah, du hattest toll. Mich nach dem Hallo. Das ist ein Lied, das man unbedingt nach einem Date braucht. Du siehst so süß aus wie dieser Rose, Alter. Du trägst die richtig wie so eine Trophäe. Aber es könnte ja stimmen, ne? Also, Tim hat ja Jan ganz schön schnell rumgekriegt. Ja. Wenn das in echt nur so leicht wäre. Aber was wird denn das? Wo läufst du hin? Oh oh. Hallo? Hallo. Oh, Feuerlöscher! Schon. Oh nein! Zum Glück ist da eingekesselt. Geht hier Alarm los. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, der Typ mit der Kamera jetzt denkt. Das sieht auch... Eine Kamera, wollte ich gerade sagen. Das sieht aus wie eine Kamera. Aber an den Dingern ist doch bestimmt trotzdem so ein kleiner Alarm dran, ne? Wie beim Zug, wenn man diese Schlag-mich-Fenster-auf-Dinger abruppt, dann geht ja auch so ein Alarm an. Du hattest
mich nach dem Hallo. Ich will nicht wissen, wie oft er das Lied zu Hause hört. Okay, das ist interessant. Das ist ein interessantes Lied. So sieht eine Date Night mit Jan aus. Mhm. Und jetzt leg dich auf die Motorhaube los. Ich dachte, nach dem dritten Date kommt sowas erst. Beim dritten Date. Aber gut, wenn er beim ersten schon rangeht, dann kann er das dritte Date auch mitmachen. Das ist ja nicht mal so schlimm. Du hattest mich nach dem Hallo. Das stimmt sogar. Du hast auch nur 10 Cent. Ich dachte 3 Euro. Ich kann mir vorstellen, wenn der an der Ampel steht und nimmt den eine Frau, dass der die ganze Zeit sowas macht. Oder Mann, ist ja egal. Die wird sich freuen. Ich kann nicht mehr. Wer steigt nicht gerne in ein Auto und sieht dann das? Muss eigentlich das Parkticket bezahlt werden? Nee, wer läuft nicht gerne an ein Auto vorbei und sieht dann sowas? Hm? Ach ja, das stimmt. Warum trägst du die Rose die ganze Zeit? Wo soll ich die sonst hin? Ins Auto. Mal gucken, wie viel wir bezahlen müssen. Normalerweise benimmt ja der Gentleman die Rechnung. Hast du noch einen Euro? Ich hab gar nichts mehr. Das ist gut, jetzt kommt doch nicht mal raus. Schöne ja. Frau spielen. Ich bin Model per Apropos. Ah, okay. Hätte eigentlich mal Bock darauf, wenn wir so Real-Life-Livestreams machen würden. Wir haben nämlich mal überlegt, sowas zu machen. Ich habe nämlich mal überlegt, das zu machen. Aber wir haben noch keinen guten Internetvertrag dafür gefunden. Nein. Oh mein Gott, was ist das? Oh, oh. Ganz böse hier. So, unser Date, wo wir ausgegangen sind, das war echt ganz schön. Und jetzt sind wir wieder auf dem Nachhauseweg. Die Rose war dein Highlight, oder? Genau, die Rose liegt jetzt auf der Rückbank und dann... Die arme Rose! Ich suche gleich zu Hause mal eine schöne Vase heraus für die Rose. Okay. Die mir der Tim freundlicherweise geschenkt hat. Sehr geil. Mann, das erste Date lief so gut, als ob die sich schon jahrelang kennen würden. Okay, Freunde, wir sind jetzt nochmal, sorry für die schlechte Videoqualität, aber wie gesagt, wir filmen halt mit dem Handy, deswegen muss man damit leider leben können. Der Content ist rot, Handycam-Vlog. Ja, jetzt ist es echt ein Handycam-Vlog. Das ist das erste Mal, dass es wirklich ein Handycam-Vlog ist. Nein. Ja, Revi hat recht. Hat abgesehen von den ersten 15 Videos, aber das ist über ein Jahr her. Ja, und man sieht ja, dass Tim in manchen Videos immer das Handy nimmt und man sieht ja dann die Qualitätsänderung. Also ich finde es nicht unbedingt schlimm, wenn man mit einem Handy ein Video macht. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch spontan noch zum Stadion gefahren, weil Jan einfach meinte, dass er noch nie am Stadion war. Nee, ich bin gerade auch das erste Mal in Müngersdorf. Was ist deine Meinung zum Stadion? Ja, das ist... Gute Meinung, ja. Ein Stadion und wenn ich da drin... Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ein Stadion ist. Aber es kann ja alles sein. Es kann ja auch ein Kolosseum sein. Ticks habe und da reinschreie, dann schallt das. Leider kommen wir auch nicht weiter als hierhin. Okay Leute, das war's auch wieder mit unserem Video. Heute mal ein wirklich kompletter Handycam-Vlog. Wo wir nicht mal wussten, was wird und jetzt mal gucken. Genau, war recht spontan. Wir haben heute sogar 2 Videos gemacht. Das erste mit Rezo Ekelpong. Es kommt auch noch die Woche. Okay, und, müssen wir uns reinziehen? Im Video konntet ihr mal sehen, wie ein nicht realistisches Dinner-Date mit mir aussieht. Und wie man sieht, es endet am Stadion, an Orten, wo ich noch nie war. Gerne einen Daumen nach oben. Auch die Gladbach-Fans und die Dortmund-Fans auf unserem Kanal sind ja alle willkommen. Selbst Holländer. Das hört sich aber an, Alter. Aber auch da gibt's eine Obergrenze. Ach so, gut. Auf Wiedersehen. Das war mal eine coole Abmoderation von Gisela. Okay. Ja. Okay, ich komme. Der Typ sieht sehr vertrauenswürdig aus. Ich gehe einfach mal mit ihm mit, mal gucken, wo wir landen. Wir waren doch schon im Restaurant! Also, ich würde jetzt umdrehen und ganz schnell ganz weit wegrennen. Content so Schrott, Handycam-Log. Guck mal, wer bin ich? Ein Fortnite-Tänzer? Ja. Und das war jetzt nicht mal Gisela, das war Jan? Alter, meine Lache. Das war Gisela. Normalerweise halt das nie so. Handycam-Vlog. Ich feier das Video trotzdem, egal ob die Qualität jetzt nicht so baba ist. Aber ich find's, Leute, ohne Scheiß, scheiß mal auf Videoqualität. Ich find das Video übel lustig. Das stimmt. Jeder, der was anderes sagt, hat Pech gehabt. Na komm, der Einzige, der immer richtig krass Qualität abgeliefert hat, das war Julian Bam in seinen Julian Bam Videos. Aber sonst ist mir es eigentlich egal. Hauptsache, das Video unterhält mich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr noch nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.